Bartelguts Quantum. Elfjährig ist er, dieser Sohn von Quarterback mal Paradiesvogel und ist im Besitz von Edda und Wenzel Schmidt. Für die Familie Schmidt reitet Ulrike Puntaler schon seit 20 Jahren jetzt auf dem Bartelgut in Österreich. Das sind definitiv erschwerte Bedingungen, zumal wir es hier mit relativ jungen Pferden zu tun haben. Es regnet jetzt richtig. Sehr gut. Ne? Der zeigt uns genau, wo er mal hin will. Schön gesetzt, Kruppe gesenkt in der Piaffe, genau die richtige Silhouette. Und also wirklich Hut ab, wie der hier sich weiter konzentriert. Es gibt ja viele Pferde, wenn es so richtig anfängt zu regnen, die fangen an, sich zusammenzuziehen. Das kann man, finde ich, bei ihm hier jetzt wirklich nicht beobachten. Schritt ist ganz gut vom Ablauf, darf sicherlich noch so ein bisschen gedehnter sein, noch so ein bisschen mehr aus der Schulter herauskommen. Aber das ist jetzt wirklich unter diesen Umständen doppelt gefragt sozusagen. Schön, ganz willig, Mensch, der bleibt so konzentriert, der Kerl. Jetzt kommt auch noch ein bisschen Wind dazu, also da muss man wirklich den Hut ziehen. Schönes Seitenbild, trägt sich schön da vorne oben. Genick ist da, Genick ist oben, Ganasche nicht zu eng, der Winkel stimmt. Ah, da kann man so ein bisschen eben durcheinander, hat nicht mehr ganz die Parallele gehabt zur langen Seite. Ganz viel Lastaufnahme, der will das wirklich. Also Sportler, glaube ich, im Herzen, durch und durch. Darf sicherer noch werden im Durchsprung, okay, aber von der Idee super. Sehr gut, sehr deutlich die Rückführung und der fliegende Wechsel. Und da ist er wieder, ne? Sofort das Seitenbild wieder, klasse, das Genick da oben. Unheimlich sympathisches Pferd. Mein Gott, regnet das. Ja, 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 ich glaube, da hat sie fast bewusst versucht, dass er sich nicht zu sehr raushebt, damit er da nicht zu viel Gewicht aufs Hinterbein kriegt. Dadurch ist diese Pirouette vielleicht etwas flach geworden, aber das ist so, da muss man sich rantasten. Guck mal, was der die Wechsel hier schön nach vorne oben springt und das alles, obwohl ihm das Wasser echt ins Gesicht peitscht. Was kann man dem Pferd, wenn es heute eine Interior Neutral geben würde, muss der eine 10 kriegen, unbedingt. Unglaublich. Top einer Wechsel. Gerade nach vorne oben, in der Anlehnung sicher. Der lässt sich gar nicht beirren. Oh,
hoffentlich hat sie einen zweiten Frack dabei. Der wird bestimmt in 3 Tagen nicht wieder trocken. So, gleichmäßig, was wir hier sehen, die Schlusspassage. Großes Kompliment, dicker Regenbonus. Ulrike Pruntaler hier im Sattel von Bartelguts Quantum. Es sind noch insgesamt 3 Paare, die wir hier im Viereck im Rahmen dieser Intermediär-2 für Nachwuchspferde erwarten. Zunächst einmal freuen wir uns jetzt wiederum auf ein 9-jähriges Pferd, ein Württemberger Sohn des Trottinas. Die Mutter abstammend von Sandro Hitt, dieses Pferd hat unweit oder in das Licht der Welt erblickt. Stammt aus der Zucht von Martin und Simone Meder, das ist Dirko. Dirko FBW mit Nicole Kaster vom Dirko.